Gestern vor 65 Jahren. Im Himmel über den Dächern der Stadt Memmingen zieht der Sturm des Krieges auf. Alliierte Bomber werfen ihre tödliche Ladung auf die Freie Reichsstadt ab. 300 Menschen finden den Tod. Genau dieser Bombardierung haben gestern Abend mehrere hundert Menschen in der Memminger Frauenkirche gedacht. Im Mittelpunkt dabei die Opfer jenes schrecklichen Freitags. Aber auch die Erinnerungen, die die Überlebenden dieses Angriffs bis heute beschäftigen. Es war der schwerste Luftangriff, der auf Memmingen überhaupt niederging. Der war am 20. April 1945, also 6 Tage, bevor die Stadt dann übergeben worden ist an die Amerikaner. Und es waren sehr viele Tote. Es waren die südöstliche Altstadt im Grunde fast total zerstört. Es wird ein Viertel der Altstadt etwa gewesen sein. Gott sei Dank ist Memmingen gleichwohl nicht so schlimm betroffen gewesen wie andere deutsche Mittelstädte und Großstädte, die ja teilweise total ausradiert worden sind, wie zum Beispiel Würzburg. Trotzdem, die Zerstörungen waren auch in Memmingen verheerend. Eingestürzte und ausgebrannte Häuser, Leichen in den Straßen, unter den Trümmern, in den Parks. Ebenfalls erinnert wurde auch an die Übergabe der Stadt an die vorrückende amerikanische Armee, nur 6 Tage nach dem schweren Bombenangriff. Und auch wenn die Opfer des Angriffs und die Übergabe gestern im Mittelpunkt standen, nicht vergessen wurden auch die Opfer der Jahre zuvor. Denn auch in Memmingen litten und starben viele unter der Nazi-Diktatur. Also mit Sicherheit, denn die Ursache für diese Wirkung, die wir dann erleiden mussten, war ja das Unrecht, das die nationalsozialistische Gewaltherrschaft an vielen, vielen politischen Gegnern, an den Juden und vielen anderen Menschen angerichtet hat und letztlich auch ganz Europa mit Krieg überzogen hat. Das war im Grunde die Ursache, und die Wirkung, die uns dann auch schmerzlich betroffen hat in Deutschland, die sehen wir heute, und an die Opfer denken wir natürlich in dieser Stunde auch und ganz besonders. Wie lebendig die Erinnerungen an den Krieg hier in Memmingen sind, zeigte sich auch nach dem Gottesdienst. Kaum einer, der sich nicht auf den Weg durch die Altstadt machte. Auf der Strecke mehrere Stelen, die das Ausmaß der Zerstörungen nach dem 20. April 1945 zeigten. Zu sehen ist davon im Stadtbild heute freilich nichts mehr. Die Wunden sind verheilt, aus ehemaligen Feinden wurden 65 Jahre nach Kriegsende Freunde. Auf jeden Fall. Also ich denke hier insbesondere zum Beispiel an Frankreich. Hier ist bereits 1954 und 1956 mit der Union des Friedens mit den Franzosen zusammen auf der soldatischen, kameradschaftlichen Ebene ein Versöhnungswerk umgesetzt worden, das wirklich einmalig war und auch noch ist. Und daran knüpfen unsere Partnerschaften auch mit Frankreich zum Beispiel, mit Italien, aber insbesondere auch mit Amerika an. Insgesamt haben gestern rund 550 Menschen an der Gedenkveranstaltung teilgenommen. Und damit haben sie ein Zeichen gesetzt gegen Krieg, gegen Hass und gegen Unmenschlichkeit.